Übungen, Formatvorlagen in Writer, LibreOffice Version 6.4. Für die Aufgabe Formatieren mit Formatvorlagen wird ein bereits geschriebenes Protokoll Musterschule verwendet. Dafür erstellen, ändern und weisen Sie Formatvorlagen zu. Mit Hilfe von Formatvorlagen wird gezeigt, wie das Protokoll schnell in Form gebracht wird, um gut auszusehen. Dazu öffnen Sie nun die Datei Protokoll Musterschule. Im Protokoll sehen Sie, dass in der Symbolleiste Formatierungen die Formatvorlage Standard angezeigt wird. Dies bedeutet, dass der vorhandene Text die Formatvorlage Standard hat. Das werden Sie jetzt ändern und legen dafür die neuen Formatvorlagen an. Zunächst entfernen Sie alle harten Zeilenumbrüche und löschen die direkte Formatierung. Entfernen Sie alle direkten bzw. harten Zeilenumbrüche. Sie sind als Leerzeilen zwischen Absätzen unnötig, da ja die Abstände zwischen den Absätzen durch die Formatvorlagen vorgegeben werden. Anschließend klicken Sie im Menü auf Bearbeiten, alles auswählen. Dann klicken Sie in das Menü Format, direkte Formatierung löschen oder betätigen die Tasten STRG plus M. Erstellen Sie die Formatvorlage Kopfprotokoll. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Formatvorlage Überschrift. Klicken Sie dann auf Neu und dann auf den Tab Verwalten und geben Sie den Namen Kopfprotokoll ein. Tragen Sie in der neuen Formatvorlage die Eigenschaften ein, die der Protokollkopf erhalten soll. Schrift, Schriftstil, Schriftgröße, Schriftfarbe, Abstand über Absatz und unter Absatz. Optionen. Klicken Sie auf OK. Formatvorlage Kopfprotokoll der Überschrift zuordnen. Markieren Sie die Überschrift. Doppelklicken Sie auf die Vorlage Kopfprotokoll. Erstellen Sie die Formatvorlage GLK Top. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Überschrift und dann auf Neu und dann auf den Tab Verwalten und geben Sie den Namen GLK Top ein. Weiterhin geben Sie in der Dialogbox Absatzvorlage die Eigenschaften ein, die für die Tagesordnungspunkte bestimmt sein sollen. Schrift, Schriftstil, Schriftgröße, Schriftfarbe, Abstand über Absatz und unter Absatz. Klicken Sie auf OK. Formatvorlage GLK Top den Tagesordnungspunkten zuordnen. Markieren Sie die einzelnen Tagesordnungspunkte. Doppelklicken Sie jeweils auf die Vorlage GLK Top. Erstellen Sie die Formatvorlage GLK Text. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Textkörper und wählen Sie Neu. Klicken Sie dann auf den Tab Verwalten und geben Sie den Namen GLK Text ein. Schrift, Schriftgröße, Schriftfarbe, Unterabsatz. Klicken Sie auf OK. Formatvorlage GLK Text dem Text zuordnen. Markieren Sie jeweils den Text. Doppelklicken Sie jeweils auf die Vorlage GLK Text. Ändern Sie die Formatvorlage GLK Top. Die Formatvorlage GLK Top soll nun noch mit Zahlen versehen und die Schrift in Hellblau 2 geändert werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Formatvorlage GLK Top. Wählen Sie dann Ändern. Wählen Sie dann in der Dialogbox Absatzvorlage GLK Top den Tab Gliederung und Nummerierung. Dort bei Aufzählung, Nummerierung, Listenvorlage wählen Sie die Nummerierung 1, 2, 3.
Im Tab Schrifteffekte wählen Sie hellblau 2. Sobald Sie nun OK klicken, haben alle Tagesordnungspunkte eine Nummerierung und die Schrift ist hellblau.